Nach die Folgen, geht los, die Zuschauer setzen sich einfach auf die Banken, Bänken hin, Banken. So, wo? Genau, bitte. Wir sitzen links. Erstmal die hinteren Reihen belegen. Vielleicht nicht gesagt, wer der Richter ist. Wer ist der Richter? Sentenzer. Was? Was hat er gesagt, der Kaiser? Nein. Was hat er gesagt? Der sagt, Sentenzer ist der Richter. Nein, der macht Spaß, oder? Der sein. Macht einen Spaß, nein, ganz das ruhig. Spaß. Das ist irgendeiner vom DOJ. Also bitte, ja, reißen Sie. Natürlich. Kein Problem. Ich bitte Sie, bleiben Sie auf Ihrem Platz. Ist das Uwe? Hallo. Ich bin Igor Gorbatschow. Natürlich. Das ist Uwe! Russische Föderation. Ja, die Russen sind da! Ich bin wirklich, ich bin aufgeregt, Herr Langschläger, ich bin sehr aufgeregt. Sie wissen, am Ende des Tages muss du die Jury auf unserer Seite sein. Was oh mein Gott, ist das Madeleine? Geile Drecksauher! Bist du Nari? Oh, tut mir leid. Herr Kaiser, bitte. Oh, tut mir leid. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Hauptverhandlung heute. Und zwar rufen wir heute die Hauptverhandlung mit der Aktennummer 14033-010 auf. Ja. Und es geht um Los Santos gegen Peppi Moser als Kaiser von Österreich und Oberbefehlshaber. Da kann ich mich ja nicht dabei konzentrieren, das Verfahren, Alter. Schaut euch die einmal an hier. Ein paar, und danke fürs Moser, Aufstehen als einziger Herr Oberstaatsanwalt. Stehen Sie auch auf, Herr Kaiser. Sie aufstehen. Stehen Sie auf. Am Anfang noch guten Eindruck. Für den ein oder anderen informativen Teil begeistern wollen. Dankeschön. Aufstehen. Sie haben zwei Möglichkeiten, mich anzusprechen. Dann klären wir das gegebenenfalls gleich direkt. Ich bin entweder Frau Richterin oder Frau Vorsitzende. Alle anderen Begrifflichkeiten sind nicht angemessen. Verstehe. So akzeptiert. Sehr gut. Herr Moser. Sie haben ein süßes Lächeln, Frau Richterin. Dankeschön. Staatsanwaltschaft haben wir einmal den Staatsanwalt John Connor. Und einmal zu seiner Rechten den Staatsanwalt Emre Ekici. Soweit korrekt, die Herren Staatsanwälte? Frau Vorsitzende, das ist so korrekt. Okay. Einspruch! Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es irgendwelchen Einspruch gibt, oh, Herr Moser. Okay. Tut mir leid. Und verzeihen Sie mir den Wortlaut, ich bin Oberstaatsanwalt. Einspruch! Wie gesagt, wir sind aktuell noch Kaiser, nicht an dem bitte, Punkt. Kaiser, bitte, Kaiser, wir haben die ersten Minuten überstanden, bitte. Alles gut. Auf Grundlage von zahlreichen Vorfällen mit dem österreichischen Kaiserreich. Wir wollen feststellen, ob dieses Abkommen zwischen Amerika und dem österreichischen Kaiserreich bestehen bleibt oder im Teil nicht. Durch die zahlreichen Taten, die das österreichische Kaiserreich vonstatten gemacht haben, ist folgender Tatbestand. Beihilfe bzw. Mittäterschaft, Mord, Amtsanmaßung, Anstiftung, illegale Waffen, Geiselnahme und zum Schluss noch Recht auf die Persönlichkeitsentfaltung. Gut, was fordern Sie, Herr Staatsanwalt? Wir fordern hiermit, dass dieses Abkommen zwischen Amerika und dem österreichischen Kaiserreich für nichtig erklärt wird. Was? Und Herr Moser diesbezüglich für seine Taten und ja, ins Gefängnis. Der wird abgeschoben. Der ist der Nächste, der abgeschoben wird. Jawohl. Als Zeuge zur Verfügung zu stellen, dann dürfen Sie gerne aufstehen und dürfen direkt neben mir im Zeugenstand Platz nehmen. Worldstar! Wie ist es denn aus Ihrer Sicht abgelaufen? Aus meiner Sicht sind alle Anschuldigungen, die hiermit erhoben werden, gegenüber dem österreichischen Kaiserreich und gegenüber dem österreichischen Kaiser, nichtig aufgrund der mangelnden Beweislage. Ich habe immer mit bestem Wissen und Gewissen so gehandelt, dass die Bürger von Los Santos und die Bürger vom österreichischen Kaiserreich, von der österreichischen Monarchie, keine negativen Nachteile davon tragen. Ich weise vehement die Anschuldigung eines Mordes von mir. Ich weise vehement die Anschuldigungen der Freiheitsberaubung von mir und ebenso alle anderen Anschuldigungen. Ich bin der Kaiser von Österreich und ein Diplomat und würde solche Taten niemals begehen. Vielen Dank. Vielleicht noch zur Vollständigkeit halber. Sie haben es gerade eben schon gehört. Wenn hey Chat, das war gerade spontan gesagt. Seid ihr stolz auf mich? Immer die Wahrheit sagen, ja? Aber das ist, glaube ich, soweit verstanden. Natürlich. Können Sie mir verraten, warum, weshalb das österreichische Kaiserreich an gewissenhaften Haftbomben kam? Warum, weshalb? Herr Staatsanwalt, ich weise ebenso die Anschuldigung, dass das österreichische Kaiserreich Haftbomben besitzt und diese überhaupt zum Einsatz bringt innerhalb der amerikanischen Grenzen ab. Ich bin Sprengstoffmeister. Ich bin gelernter Sprengstoffexperte, verfüge auch über ein Dokument, was dies nachweisen kann. Wir haben
mehrere Zündungen in Österreich begangen, um neue Gebäude aufzubauen, um Sand aus dem Weg zu schaffen und sonstige. So sind wir in keinster Weise, auch nur ansatzweise in Berührung gekommen mit Sprengstoff. Herr Pippi Moser, Sie sagen, Sie wären nicht im Besitz von Sprengstoff. Ist das so richtig? Wir sind im Besitz von Sprengstoff. Aber Sie haben das falsch verstanden. Ja, lassen Sie mich ausreden. Ja? Dieser Sprengstoff wurde niemals, auch nur ansatzweise, über die Grenzen von Amerika gebracht. Gut, Herr Moser. Sie sagen, Sie haben also keinen Sprengstoff. Einspruch, der Herr ist besoffen. Ich habe mich zum dritten Mal wiederholt und der sagt immer noch, ich habe Sprengstoff. Zurückgewiesen. Bitte beantworten Sie die Fragen. Ich besitze Sprengstoff, welcher nur auf österreichischem Boden benutzt worden ist, für Bauzwecke. Gut, Herr Moser, wurde denn Herrn Langstein auf den Flugzeugträger Haftbomben von Herrn Rommel überreicht? Kein Kommentar, das muss Ihnen der Herr Langstein berichten. Gut, Herr Moser, dann sind Sie ja für verantwortlich für die zahlreichen Bombenanschläge hier im Staat Los Santos. Einspruch, Spekulation? Negativ. Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Attentate. Das gehört nicht zu meiner Moral und das gehört auch nicht zu meiner Denkweise und zu meinem Herrschertum. Gut. Herr Moser, sind Sie dafür verantwortlich, Geiselnahmen vorstatten zu haben? Beispiel wie gestern, zahlreich, zweimal sogar? Negativ. Bitte erläutern Sie, um was für Geiselnahmen es sich handelt und schmeißen Sie nicht einfach irgendwelche Anschuldigungen leer in den Raum. Gut. Ich gehe mal ein bisschen mehr ins Detail. Herr Moser, waren Sie mit einem Herrn von den amerikanischen Bürgern am Staudamm? Am Staudamm. Gott, da muss ich noch einmal überlegen. Am Staudamm sind wir tatsächlich gestern einmal vorbeigefahren, ja. Aber von einer Geiselnahme weiß ich nichts. Kennen Sie einen Alfonso Rossi? Alfonso Rossi? Ich kenne einen Alman Rossi. Nein, den meine ich nicht. Gut, dann negativ, kenne ich nicht. Gut. Herr Moser, haben Sie diesen Herrn, die Sie am Staudamm hatten gestern, untergestoßen? Einspruch! Der Herr ist schwerst alkoholisiert, bitte. Einen Moment, es ist tatsächlich spekulativ. Formulieren Sie die Frage bitte um, Herr Conner. Verzeihen Sie mir, Frau Vorsitzende, ich tue diese Frage umformulieren. Herr Moser, waren Sie dafür verantwortlich, den Herrn... Negativ! Also waren Sie nicht am Staudamm mit den Herren? Ich weiß nicht, von welchen Herren es sich hier handelt. Ich kenne keinen Alfonso Rossi. Okay. Aber ja, wir waren gestern am Staudamm, beziehungsweise ich bin da vorbeigefahren, weil das auf der Route lag. Okay. Herr Moser, können Sie uns den Vorfall von heute mit der Army erklären? Jawohl, kann ich Ihnen soweit erläutern. Also, wir sind mit unseren Fahrzeugen innerhalb der Innenstadt um den Würfelpark herumgefahren. Plötzlich wurde ein Sondersignal eingeschalten und wir wurden verfolgt von einem nicht identifizierbaren Fahrzeug mit Sondersignal. Wir haben natürlich zum Schutze, beziehungsweise meine Fahrer haben natürlich zum Schutze des Kaisers... Einspruch, keine bitte? Relevanz, Frau Vorsitzende, dafür wurden die Herren bereits verurteilt. So ist es. Einspruch. Okay. Es geht in dieser Frage, beziehungsweise in der Erklärung, was der Herr Moser davon weiß. Genau. Und nicht, was Herr Langstein meint. Ich kann mich an nichts erinnern. Das war alles, was ich mich erinnern konnte. Da es hier auch um Pepi Moser in seiner Kapazität als Kaiser- und Oberbefehlshaber geht, ist die Frage von mir hiermit zugelassen. Gut, wie gesagt, ich habe Ihnen gesagt, wo es ging, an den Rest kann ich mich nicht erinnern, dann bin ich beim Notfallsanitäter aufgewacht. Okay, gut. Sofern Sie keine weiteren Fragen an den Angeklagten haben, Herr Conner, würde ich die Zeugenbefragung hiermit beenden. Ja. Sehr gut. Herr Moser, Sie dürfen jetzt wieder neben Ihrem Kollegen Platz nehmen und Sie dürfen mir gerne sagen, wen Sie als nächsten Zeugen aufrufen möchten. Dankeschön. Kurze Frage, Frau Vorsitzende. Ja? Wann sind wir denn dran, den Zeugen zu befragen? Er hat sich als erstes geäußert. Den möchten wir gerne befragen. Wie bitte? Den würden wir gerne befragen, gerne vor der Jury, richtig. Okay. Wo ist das Problem? Sie sind eigentlich nicht der rechtliche Beistand von Herrn Moser. Ich bin der Rechtliche, ich bin der Anwalt vom Österreichischen. Er ist Kaiserreich. Tatsächlich der Anwalt. Ich habe unser Justizminister. Ich habe eine Lizenz als Anwalt. Sie haben eine Lizenz? Der Herr hat eine juristische Einrichtung abgelehnt. Und keine anwaltliche Lizenz. Der Herr ist Justizbeamter. Herr Conner, Sie haben mir doch selber die Lizenz ausgeschrieben. So ist es, Herr Conner, Herr O'Conner. Wir haben es dann aber auch dabei, Frau Vorsitzende. Ich heiße nicht O'Conner, Herr Conner.
Der Herr Amsterdam war genauso dabei und kann das natürlich unter eidesstaatlichen Eid hervorlegen und beweisen und aussagen. Wir würden gerne mit den Fragen fortführen, Vorsitzende. Gut. Dann, Herr Moser, kommen Sie bitte gerne nochmal in den Zeugenstand. Selbstverständlich. Herr Moser. Bitte. Wie ist denn Ihre persönliche Haltung gegenüber Straftaten, gegenüber Gewalt, die gegen andere Personen angewendet werden? Ich bin ein Befürworter des Pazifismus. Ich lehne Gewalt vehement ab. Ich möchte auch keine Gewalt um mich herum haben. Allerdings habe ich eine große Aufgabe als Kaiser und Oberbefehlshaber des österreichischen Landes und muss meinen Verantwortungen natürlich nachgehen, um unsere Bevölkerung zu schützen. Und die Gewalt, die in den letzten Tagen... So, es tut mir leid, Frau Langstein. Eine Sache, ich höre Herr Langstein nicht hier, die Jury hört Entschuldigen Sie bitte, mein Fehler. Es tut mir so leid, Frau Richterin, aber die Gewalt, die in den letzten Tagen gegenüber dem österreichischen Kaiserreiches durchgeführt wurde, das ist so viel Druck, Sie wissen gar nicht, was das für ein Druck ist als Kaiser. Brauchen Sie eine Unterbrechung? Bitte kurze Pause, bitte. Okay. Wir geben dem Herrn Moser bitte 2 Minuten. Das wird schon, Herr Moser, bitte. Es ist zu viel Druck. Okay, ich komme wieder. Sehr gut, dann fahren Sie fort. Gerne möchten wir hier nochmal zum Thema einsteigen, zum Thema Sprengstoffexperte. Gerne möchten wir Beweisstück A vorlegen, die Lizenz als Sach- und Fachkundenachweis. Ich höre Sie doppelt. Haben Sie ein Megafon? Ich habe kein Megafon. Einen Moment, bitte. Okay, Entschuldigung. Bei Ihnen doppelt. Ja, jetzt sollte gehen. Gut, entschuldigen Sie nochmal. Gerne Beweisstück A möchten wir gerne vorlegen zum Sach- und Fachkundenachweis von Herrn Pepi Moser. Die Lizenz wurde 2009 ausgestellt und berechtigt soweit den Besitz und die Nutzung von Sprengstoff auf eigenem Boden, damit Gigi auch einmal die Lizenz einmal einsehen kann. Frau Vorsitzende, ist das möglich? Selbstverständlich. Ich überreiche die. Danke. Vielen lieben Dank. Herr Moser. Jawohl. Können Sie der Jury sagen, wie wichtig Ihnen das Abkommen ist zwischen Österreich und zwischen Amerika? Dieses Abkommen ist ein richtiger Schritt gewesen, um eine Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen Bund und dem amerikanischen Bund zu fördern. Dieses Abkommen hätte eine Airline beinhalten sollen, eine Fluglinie zwischen unseren Ländern, um für Frieden zu sorgen. Dieses Abkommen hätte ein Zeichen setzen sollen an die ganze Welt, dass man miteinander arbeiten kann, Hand in Hand gehen kann. Und zusammen Großes erreichen kann. Aber leider wurde dies mit Füßen getreten. Einspruch, Ehre im Land. Begründen Sie es bitte nochmal ganz kurz, Herr Connor. Warum ist irrelevant? Das ist Spekulation. Ich wüsste jetzt nicht, warum, weshalb das jetzt hier in dieses Gerichtsverfahren eine Rolle spielen sollte. Es spielt eine Rolle, Frau Vorsitzende, weil hier die Oberstaatsanwalt Connor selbst das Thema Abkommen angesprochen hat und als Forderung steht, dass das Abkommen abgeschafft werden soll. Entsprechend möchten wir gerne der Jury vorführen, wie wichtig das Abkommen für unsere Seite ist. Ich lasse die Frage zu. Herr Moser. Jawohl. Möchten Sie der Jury einmal erklären, welchen heldenhafte Tat Sie ausgeübt haben, um Amerika in einer sehr schwierigen Zeit, in einer aussichtslosen Situation zu helfen? Selbstverständlich kann ich darauf näher eingehen. Vor nicht allzu langer Zeit ereignete sich ein historisches Ereignis. Dieses Ereignis beinhaltete die Entführung mehrerer hohen Staatsbeamten. Unter anderem den Herrn Steinke, den Herrn Brad Pitt und die DOJ 02, der Herr Ching Chang Chung. Die Herren waren in Gewahrsam der Araber, der gefährlichen Araber. Sie waren kurz davor, hingerichtet zu werden. Dann wurden wir zur Hilfe gerufen. Ich nahm meine Soldaten und begann den Gegenangriff, um unserem Lande, dem Staat Amerika, einen Gefallen zu tun. Wir haben versucht, unser Leben zu riskieren und diese Herren aus der Gefangenschaft von Tyrannen zu befreien. Wir haben uns geopfert. Wir haben Mütter und Väter an die Front geschickt. Und das ist der Dank dafür, den wir erhalten haben. Wir wurden hintergangen. Keine weiteren Fragen mehr. Gut. Sie dürfen dann gerne wieder Platz nehmen. Können die Marshals bitte einmal durchfunken, dass wir jetzt alle Zeugen, die noch draußen sind, gerne zu uns in den Raum rufen? Dadurch, dass die Aussage des Angeklagten somit abgeschlossen ist, ist es nicht weiter Moment. Tragisch. Kurz Kopfschmerzen, Käfer. Okay. Ungeachtet dessen können wir gerne trotzdem schon mal die Zeugen reinholen. Der Herr Moser kann, solange es ihm noch nicht so gut geht, gerne noch einen Moment hier sitzen bleiben. Alle? Alle? Ja. Soll ich wieder zurück? Sie dürfen sich gerne wieder hinsetzen, Herr Moser, ja.
Wieso ja, ist der Herr mit einem Cannabis-Zigarette, mit einer Sportzigarette im Gerichtssaal, euer Ehren? Das ist eine Respektlosigkeit. Tut mir leid, das ist noch von draußen, das ist ein ärztliches Attest vorliegen. Alles gut, hier drin bitte trotzdem nicht rauchen. So, Sie dürfen gerne hier drin Platz nehmen und der Verhandlung beiwohnen. Der Aussage des Angeklagten ist gemacht und somit gibt es jetzt keinen Grund, warum Sie nicht... Sehr gut. Wir rufen den Herrn Pascha auf. Ja, genau so. Wir haben gar nichts geplant. Gut. Wollen Sie mich verarschen, Herr Langstein? Ich dachte, Sie haben was geplant. Warum sagen Sie mir das nicht? Dann hätte ich doch selber was geplant. Und dürfen mir gerne einmal Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihren Wohnort und Ihren Beruf mitteilen? Jawohl, mein Name ist der Herr Pascha, Furkan Pascha. Geburtsdatum der 21.07.1999. Aktueller Wohnort ist drüben in Österreich, im Schloss Schönbrunn. Ich mach das bisher. Und mein Beruf, ich bin Vizegeneral des österreichischen Kaiserreichs. Ja. Okay, sehr gut. Herr Pascha, dann dürfen Sie gerne neben mir Platz nehmen. Oh, jetzt ist er. Herr Pascha, können Sie uns schildern, aus Ihrer persönlichen Sicht, wo Sie auch wirklich intensiv daran beteiligt waren, an dem Abkommen, wie wichtig dieses Abkommen und wie wichtig ist auch dieses Bestehen dieses Abkommens? Dieses Abkommen ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur für USA, sondern auch für Österreich. Wir müssen auch Lebensmittel nach Österreich reinbringen, liefern, um unsere Bevölkerung natürlich auch zu beliefern. Und ohne die USA würde dieses nicht klappen. Des Weiteren brauchen wir natürlich auch einen starken Bündnispartner, um eventuell einen gemeinsamen Feind bekämpfen zu können. Und natürlich auch die Freundschaft zwischen USA und Österreich ist sehr, sehr, sehr wichtig. Der Herr Peppi Moser hat davor ausgesagt, Österreich, Kaiserreich Österreich wäre im Besitz von Sprengstoff. Können Sie uns erklären, für was unter anderem dieser Sprengstoff genutzt worden ist auf dem Boden vom Kaiserreich Österreich? Dieser Sprengstoff wurde benutzt, um das Terrain, was drüben ist, zu ebnen, weil es da sehr viele Hügel und sehr viele Berge gibt. Wir mussten natürlich auch neue Straßen bauen, neue Gebäude bauen. Und weil das alles so uneben war, unterschiedliche Höhen, wäre das für uns sehr, sehr schwierig gewesen, auch von den Kosten her. Deshalb haben wir diesen Sprengstoff benutzt, um unter anderem auch Hügel wegzusprengen, um saubere und schöne Straßen zu bauen und natürlich auch Häuser, dass die Einwohner in Österreich sich auch wohlfühlen und auch mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Weil da drüben sah es aus wie auf Madeira, Straßen, die steil sind, bis zu 50, 60 Grad. Und mit einem Fahrrad oder mit einem Roller kann man da natürlich nicht rumfahren. Wäre viel zu anstrengend. Welche Position begleiten Sie aktuell? Ich bin aktuell der Vizegeneral des österreichischen Kaiserreichs. Und unterstütze natürlich Jungs, und euch jetzt den Herrn Langstein und den Herrn Kaiser Peppi Moser. Das heißt, im Umkehrschluss, Sie müssten davon in Kenntnis gesetzt werden, wenn Sprengstoff außerhalb von Österreich transportiert werden muss. Das heißt, es benötigt Ihre Genehmigung. Ist das korrekt? So richtig. Diese Genehmigung, die Sie gerade hier ansprechen, muss anschließen und so alles. Da müssen drei Parteien zustimmen. Konzentriert sich aufs Gericht. Der Vizegeneral und der Herr Langstein, der Herr Peppi Moser. Und sollte eine Partei da nicht zustimmen, wird das natürlich nicht gestattet. Haben Sie denn mitbekommen, dass in Ihrer Amtszeit in irgendeiner Situation einmalig Sprengstoff über die Grenze von Österreich transportiert worden sind? Auf keinen Fall. Keine weiteren Fragen mehr. Diesen Sprengstoff, den wir haben, der ist natürlich sehr gut abgesichert. Sie müssen nicht weiter antworten. Es gibt keine weiteren Fragen. Vielen herzlichen Dank. So, Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Jetzt geht's los. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Er wird nicht mal wissen, was er sagen soll. Sie sagten gerade, dass auf keinen Fall Sprengstoff das österreichische Kaiserreich verlassen hat. Ist das so richtig? So richtig. Gut. Herr Amsterdam? Ja? Können wir auch Zeugen der Gegenpartei aufrufen? Wie meinen Sie das? Befragen quasi. Zeugen aufrufen und befragen. Ja, natürlich. Jeder kriegt. Wissen Sie von dem Vorfall, der auf dem Flugzeugträger war, mit Herrn Rommel? Was hat er gesagt? Jetzt kommt Rommel. Sie meinen den Terroristen Rommel, der hier die Anschläge ausgeübt hat auf das DOJ? Korrekt. Ja, langsam. Ja. Wir auch die Zeugen der Gegend. Jawohl, sehr gut, gut, sehr gut. Wissen Sie, gute Antwort. Zufällig, ob Herr Rommel diese sprengstoffartige Objekte abgenommen wurde? Einspruch, Euer Ehren. Spekulation. Das ist erstens eine Spekulation. Zweitens werden hier Beweismittel geführt, bzw. Zeugen aufgerufen, die hier mehrere Staatsbeamte durch einen Bombenanschlag in die Luft gejagt haben. Ja, ich lasse deswegen den Einspruch zu. Gut. Ich lasse den Einspruch zu. Formulieren Sie die Frage um, aber... Gar kein Problem. Wissen Sie zufällig, ob der Herr Langstein diese sogenannten Haftbomben Herrn Rommel abgenommen hat am Einspruch, Spekulation.
Ich lasse den Einspruch zu. Herr Staatsanwalt, vielleicht fragen Sie ihn nicht, ob er irgendwas davon gehört hat oder so, sondern fragen Sie ihn, ob er selber irgendwie da involviert war. Also immer wenn Sie Fragen, die er vielleicht irgendwie durch Dritte erfahren haben könnte, dann fordern Sie ihn dazu auf. Alles klar. Ja. Guter Herr, waren Sie bei dem Vorfall dabei, wo Herr Langstein die Haftbomben Herrn Rommel abgenommen hat? Einspruch, Spekulation. Das ist ein Vorwurf und keine Frage. Der Zeuge hat in keinster Weise gesagt, dass er es gesehen hat. Wiederholt sich die Frage impliziert, dass es die Wahrheit ist, dass sie entnommen worden sind. Das ist eine irreführende Frage. Er impliziert mit dieser Frage, unterstellt er gleichzeitig auch was. Da haben Sie absolut recht, Herr Moser. Sie sollten Staatsanwalt werden. Ist er in Österreich unter anderem? Und Sie sollten meine... ja, da haben Sie recht. Euer Sehr gut. Sehr stark, ja. Einspruch stattgegeben. Abgegeben. Yes! Gut, keine weiteren Fragen. Yes! Super Befragung, Herr Connor. Gut, dann dürfen Sie sich gerne wieder auf Ihren Platz zurücksetzen, Herr Zeuge, alles Herr klar, Pascha. Vielen und vielen Dank. Weite Runde. Jetzt kommt der Zeuge der Staatsanwaltschaft. Herr Staatsanwalt, welchen Zeugen hätten Sie gerne? Wir rufen als ersten Zeugen James Steinke, Chief of Police, auf. Gut. Herr Steinke, bitte stellen Sie sich einmal vor mich. Herr Steinke. Steinke kommt sofort. Oh Mann. Ja. Bist dran. Verzeihung, meine Herrschaften. Gerne einmal erst noch da hinstellen, bitte kurz. Entschuldigung, die Russische Föderation hat die Frage. Bitte? Er ist jetzt Zeuge? Positiv. Und warum er ist in die Gerichtssaal die ganze Zeit? Dankeschön. Er war nicht die ganze Zeit im Gerichtssaal. Ich habe ihn gesehen, er sitzt da. Ja, ich habe die Zeugen reingebeten, nachdem Peppi Moser seine Aussage gemacht hat, da ab dem Zeitpunkt im Prinzip nicht mehr die Gefahr besteht, dass die Informationen genutzt werden können in den eigenen Aussagen. Ach so, хорошо, dann kein Problem. Mein Name ist James Steinke, ich bin Chief of Police, geboren am 21.03.1992 und mein Wohnort ist bei 6085 Vinewood Hills. Okay, vielen Dank. Dann dürfen Sie sich jetzt gerne auch einmal neben mich setzen. Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vorsitzende. Herr Steinke, schildern Sie uns bitte den Vorfall, der genau auf den Flugzeugträger war. Auf dem Flugzeugträger war ich persönlich nicht dabei, da war mein Vater vor Ort. Jedoch habe ich durch Herrn Rommel von Al-Qassab, der damals ja diese Terroranschläge hier im Staat Los Santos vollübt hat, höchstpersönlich die Information erhalten, dass ihm auf dem Flugzeugträger im Beisein von Herrn Steinke sowie weiteren vom DOJ, der US Army, die Sprengstoffe von Herrn Langstein höchstpersönlich konfisziert wurden. Diese wurden dann anscheinend nicht dem DOJ übergeben. Herr Rommel ist gar kein glaubhafter Zeuge. Okay, ich verstehe. Ich sag keinen, ja, ich hab's gehört. Herr Steinke, Herr Rommel ist im Krankenhaus aufgewacht. Ja. Da es durch zahlreiche Bombenanschläge in Amerika kam, können Sie uns diesbezüglich einmal schildern, was genau passiert ist, in den drei Fällen zum Beispiel? Alles in allem war ich bei einem persönlich dabei. Das hat mit Herrn Moser Junior zu tun. Frau Washington, ich und Herr Pratt haben uns am DOJ getroffen, da es um eine Situation ging, wo Herrn Moser Junior Fotos zugespielt wurden, wie das österreichische Bundesheer dazumals am Wehrhaus Waffen bestellt hatte. Das Ganze allerdings getarnt als Einspruch, euer Herren. Dieser Herr hat gerade Beweise vorgelegt, beziehungsweise Daten, wo er nicht explizit mit dabei war. Hören sagen. Ich war höchstpersönlich vor Ort. Sie waren bei der Beschlagnahme nicht dabei von den Bomben. Dementsprechend können Sie dahingehend auch keine Aussagen treffen. Einspruch, so, hören sagen. Das ist korrekt. Noch, das war ja schon vorher. Ne? Hören sagen, Einspruch. Generell bin ich voll ganz bei Ihnen, Herr Moser. In diesem Fall lasse ich die Frage und auch die Antwort zu. Aus folgendem Grund. Herr Steinke hat gerade gesagt, dass er zudem Chief of PD ist und von daher Zugriff auch auf das Wissen des PD hat. Und er genauso gut auch Zeuge sein könnte. Einspruch! Zeugen werden erst in den Zeugenstand gerufen werden und dürfen erst eine Zeugenaussage treffen, wenn sie explizit vor Ort waren oder das Geschehen mitbekommen haben. Negativ. Ich lasse die Frage zu. Bitte machen Sie weiter.
Wir waren bei dem Vorfall Moser Junior. Schade. Genau, also wir haben Herrn Moser Junior ins DOJ gebeten aufgrund des Vorfalls, dass Moser Junior Fotos erhalten hat, angeblich von SD-Beamten, wie der Vater, unser Kaiser aus Österreich jetzt in dem Falle, ist das für Sie in Ordnung, wenn ich auch ein paar Fragen stelle? Nach dem Vorfall, dass Sie damals noch österreichisches Bundesheer waren und am Wehrhaus als Sheriff Department Waffen geordert haben. Wir haben das Ganze dann auffliegen lassen. Wir haben die Herren damals eben gestellt. Das Ganze kam zum Schusswechsel. Herr Moser Senior lag dann am Boden und Herr Moser Junior war zu dem Zeitpunkt unterwegs mit Herrn Davis für die Ausbildung zum Um welchen Vorfall geht es gerade? Helikopterführerschein als Ausbilder. Und in diesem Zuge hat er eben Fotos von anscheinend Sheriff Beamten erhalten. Da wir dem Ganzen nachgehen wollten, hat Herr Pratt mich gebeten, Herrn Moser Junior zum DOJ zu bitten. Wir haben das Ganze dann getan. Herr Moser Junior meinte zu mir, er fährt jetzt los. Das Ganze hat dann allerdings 30 Minuten gedauert, bis er am DOJ angekommen ist. Die Ausrede war damals, er hätte einen Autounfall gehabt. Als er dann im Vorraum des Governor-Büros angekommen ist, trug er eine Tasche bei sich, die nicht zum Dienstequipment gehört. Woraufhin ihn Frau Washington gebeten habe, diese Tasche auszuziehen. Uns wurden dann erst Geschichten erzählt. Er hat die aus der Umkleide mitgehabt, die lag da rum. Dann ist die Geschichte gekommen, er hätte diese Tasche anscheinend vorher schon mitgehabt. Da hat er sein ganzes Equipment drinnen, das Ganze war ein Suspekt. Okay, und ich bin schon gespannt, was Sie da vorbereitet haben. Übergeben sollte, ist diese Tasche dann in die Luft geflogen. Und nachdem wir das Ganze dann eben beziehungsweise nachdem wir dann vom Notfallmediziner behandelt wurden, haben wir uns dann alle im PD versammelt, auch Herr Moser Junior, woraufhin Herr Moser Junior von uns gekündigt wurde, aufgrund dessen, dass er ein Sicherheitsrisiko darstellt, aufgrund dessen, dass uns das DOJ sowie andere Police Officer mitgeteilt haben, dass in... Einspruch bitte! Wie bitte? Das muss bitte aufhören! Es geht gerade um meinen Sohn, um meinen 13-jährigen Sohn, der Opfer eines terroristischen Aktes wurde. Und der wird hier gerade instrumentalisiert. Durch euren Sachen, bitte, ich muss aufhören. Dass die Wahrheit diesbezüglich ans Licht kommt. Sie haben gleich die Möglichkeit, den Zeugen weiter zu befragen. Aber der hat doch damals fürs PD agiert, nicht für euch. Für den Fall, oder dass es Ihnen besonders schlecht geht, kann ich Ihnen anbieten, dass wir die Sitzung für ein, zwei Minuten unterbrechen. Bitte, bitte, wir müssen eine kurze Pause machen. Mein Sohn hat es nicht verdient, das ist ein 13-jähriger kleiner Bub, der übrigens auch für den Herrn Steinke gedient hat. In dieser Zeit der Pause dürfen Sie gerne ganz für sich sich wieder sammeln. Bitte nicht den Gerichtssaal vollschreien, danke. Vielen lieben Dank, euer Herr. Okay, ich habe mich wieder gefangen. Sie haben sich wieder gefangen? Ja, vielen lieben Dank, euer Herr. Wenn irgendwas ist, dann melden Sie sich gerne wieder, ja? Selbstverständlich, dankeschön. Okay, gut. Dann dürfen Sie jetzt gerne weitermachen. Genau, und wie wir... Einspruch, unzulässige Beweise, Frau Vorsitzende. Es wird sich gerade der Fall behandelt, dass das Abkommen abgeändert wird, beziehungsweise nicht mehr gültig ist. Die Geschehnisse, die Herr Steinker drüben schildert, sind alles Geschehnisse vor dem Abkommen, ohne dass das Abkommen aufgesetzt worden ist. Deswegen sind es alles Beweise, die hier nicht zu suchen haben. Einen Moment, erlauben Sie mir kurz die Nachfrage. Von welchem Datum sprechen wir denn, Herr Steinke? Warten Sie eine Sekunde, ich muss da ganz kurz was nachsehen. Ist erlaubt, dass ich kurz ein Tablet rausziehe, damit ich dann die Akte ansehen kann? Wenn das ist das klappt. In Ordnung für Sie, Herr Verteidiger, damit wir da Klarheit haben? Ist gestartet, solange nicht der Joint nochmal im Mund landet. Wie bitte? Solange nicht nochmal der Joint in den Mund landet, ist alles in Ordnung für uns. Aber Herr Moser hat so oder so nicht für Österreich, sondern für das PD agiert. Richtig, richtig. Aber es ist alles vorm Abkommen, es spielt hier keine Rolle mehr. Aber ja, klar. Nur in dem Falle ist er halt fürs US... 29.10. müsste das gewesen sein. Zu diesem Datum wurde Herr Moser Junior entlassen. Gut. Herr Langstein, zu welchem Datum wurde das Abkommen aufgesetzt? Einen Moment, ich muss jetzt auch mal nachschlagen. Bitte danach, bitte danach, bitte danach, bitte danach. Das Abkommen wurde am 1.11.2023 ja! 20.59 verabschiedet. Yes! Okay, somit ist der Einspruch yes! zugelassen, stattgegeben sozusagen. Maxwin, was denn los, Langer? Sie dürfen weitermachen. Ja gut, dann brauche ich ja nicht weiterreden. Ich habe eine Frage, Herr Steinke. Ja, bitte. Nun gab es ja auch einen Anschlag am DOJ-Gebäude. Offensichtlich. Ist korrekt so. Gibt es auch ein Wiesel-News, nicht nur Video davon, höchstpersönlich? Richtig. Und wir haben da hinten einige Leute sitzen. Da vorne, Herr Steinke.
Können Sie mir einmal identifizieren, wer Ihrer Meinung nach auf diesem Video zu sehen ist? Ja, ich sehe mich ganz kurz um. Links von Ihnen sind auch noch Personen. Richtig, hier haben wir auch noch eine Person. Zwei. Ja, aber die Fragestellung gibt ja schon vor, wie viele alles Leute... Gut, danke, alles gut, alles gut, danke. Lass Antwort. Warte mal, ich glaube, das ist ein Assi-Märmel, oder? Das ist ein Assi-Märmel. Ich weiß nicht, ob Steinke drauf einkommt, jetzt eingeht. Ich hoffe, er kennt jetzt Johannes. Bitte, 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 das muss jetzt funktionieren. Wir müssen drauf reinfallen. Steinke hat gerade große Probleme, überhaupt jemanden zu erkennen, ohne das Video heimlich nochmal zu schauen. Wer erinnert sich denn daran? Jetzt mal ernsthaft. Der muss jetzt darauf reinfallen. Er hat gerade noch einen Joint geraucht. Soweit ich das noch beurteilen kann, war das der Herr mit den schwarzen Haaren, der da vorne ist, auf der Bank. Wie ist Ihr Name? Schreien Sie bitte, ja? Ist das der Johannes Moser zufälligerweise? Derjenige, der hier identifiziert wurde als der Täter, der zugehörig ist zum Bundesheer, zu Österreich. Wie ist Ihr Name? Nein, ich bin Johannes Moser. Ja genau, den meine ich doch. Wer? Ich bin hier oben, hallo. Das ist nicht Johannes, Johannes ist hinten. Oben. Da rechts oben, schauen Sie nach oben. Hallo. Das ist der Herr... Wir möchten gerne festhalten, Frau Vorsitzende. Wie, das ist der Johannes Moser? Der Zeuge Steingart hat den Falschen identifiziert. Der Gefährte ist eindeutig Johannes Moser. Wir haben ihn... Nein. Herr Rashford. Das ist der Herr Rashford tatsächlich. Hallo. Das ist Johannes. Das ist Johannes. Sie sind Johannes Moser. Zeigen Sie mir einen Ausweis. Digga. Ich zeig Ihnen auch meinen. Das Ding ist durch, Bruder. Bitte schön. Banta Rashford. Euer Ehren, das ist scheinbar doch nichts, könnt so wie man es gedacht. Könnte Herr Moser mal die Mütze abnehmen? Natürlich. Ja, eine Glatze. Er hat sich eine Glatze geschnitten. Interessant. Ich möchte gerne festhalten, Frau Vorsitzende, liebe Jüri. Der Zeuge, Stem Steinke, der gerade in der Lage, der nicht in der Lage war, einen Moment bitte, sehr geehrte Vorsitzende, die sind so gebrochen gerade. Der Zeuge, Stem Steinke, der nicht in der Lage war, die richtige Person zu identifizieren, der für die Anschläge zuständig ist, ist nicht mehr relevant, Frau Vorsitzende. Das können Sie gerne einmal im Plädoyer, ich habe vorhin einen Moment, ich habe eben schon Ihrem Einspruch stattgegeben zum Fall davor, aber es geht hier nicht darum, den Zeugen zu diskreditieren. Alle Zeugen sind angehalten, die Wahrheit zu sagen. Und offensichtlich ist das, was er als Wahrheit empfunden hat. Herr Langstein, wir werden danach bitte eine Anzeige wegen Rufmord machen. Derjenige, der gerade als Zeuge auch hier vorne steht, ganz genau. Vielen Dank. Ach so. Das ist so heftig, also Digga. Das ist so krank, wie diese Gerichtsverhandlung jetzt nicht gedacht. Ne? Kommt jetzt drauf an, ob... Wir haben noch ein paar Fragen. Gute Arbeit, Johannes. Können Sie sich ein bisschen an die Hand setzen? Haben Sie in diesem Moment, bitte vor wenigen Minuten, gerade den Herrn auf dem Zeugenstand, den bürgerlichen Rashford als Täter Johannes identifiziert? Ja oder nein? Ich habe nach der Haarfarbe beurteilt. Ja oder nein? Tatsächlich? Ja. Einspruch! Mit welchem Grund? Zeugen. Ich lasse die Frage zu. Entschuldigung. Gut, vielen Dank. Ich kann auch gerne argumentieren. Nee, das war nicht die Fragestellung. Sie müssen hier nichts argumentieren. Sie haben den identifiziert als mutmaßlich Johannes, das ist falsch. Das möchte ich gerne, dass die Jury das festhält. Sie sind so am Arsch. In welchem Beruf bzw. welche Arbeit hat Johannes den getragen an dem Tag? Genau diese Frage. War er Teil des Bundesheeres? Genau diese Frage. Zum Zeitpunkt war er noch bei uns im LSPD tätig. Also hat er in dieser Form und Weise keine Verbindung mit Österreich gehabt? Durch seinen Vater natürlich halt, ja. Hat er Verbindungen gehabt, die Sie beweisen können mit Österreich? Tatsächlich habe ich keine Anrufe von ihm oder sonstiges abgehört. Also nein. Digga. Herr Steinke? In dem Fall nein. Gut, das war's. Vielen lieben Dank. Ey, Digga, wir haben nicht so Bruder, die haben gar nicht damit gerechnet. Das ist auch so gut, dass das Offstream geplant worden ist, ne? Das ist so stark, dass das Offstream geplant wurde. Damit hat keiner gerechnet. Wen haben wir noch übrig im Zeugenstand? Wir haben noch mich und Ulf Steinke. Dann fangen wir mit Ulf Steinke an. Wir rufen den Zeugen Ulf Steinke in den Zeugenstand. Herr Steinke? Sie rufen mich in den Zeugenstand. Das ist korrekt. Herr Steinke. Ja. Gerne möchte ich Sie nochmal darum bitten, eine Aussage darüber zu tätigen, an dem Tag, wo die mutmaßlichen Araber versucht haben, das DOJ-Gebäude hier zu stürmen oder zu zerstören. Wer hat an diesem Tag Ihnen Hilfe geleistet? Wer hat Sie befreit? Wann war das genau? Am Tag des Putsches. Irrelevant, hat mit den Abkommen nichts zu tun. Es hat Relevanz. Das werden Sie gleich durch. Es ist eine aufbauende Frage, euer Ehren. Das kann ich absolut nachvollziehen, aber dann formulieren Sie die Frage bitte um. Ich gebe dem Einspruch statt. Herr Steinke, an dem Tag des Putsches, wen haben Sie da verständigt zur Unterstützung? Einspruch, gleiche Frage. Einspruch stattgegeben, Herr Verteidiger. Wir müssten wirklich wissen, was Sie damit bezwecken, bevor Sie Fragen an den Zeugen stellen.
Wie wäre es denn, wenn wir kurz auf die Aussage abwarten, damit wir wissen, was ich damit bezwecken möchte? Weil diese Frage ist die Anfangsfrage. Einspruch, nein! Mann. Ich will gerade mit der Richterin. Sie halten es zurück, Herr Staatsanwalt, ja? Tun Sie mir den Gefallen und sagen Sie uns einfach, wo Sie damit hinwollen. In der Jetztzeit und nicht in der Zeit vor dem Abkommen. Ich möchte gerne, dass die Jury versteht, mit wem dieses Abkommen geschlossen worden ist und dass die Jury auch daraus verstehen kann. Einspruch hat nichts damit zu tun. Mein Gott, ich rede auch mit der Richterin. Ein bisschen zurückhalten. Sie hatten die Fragen gleich. Dass die Jury weiß, auf welche Seite Österreich gekämpft hat und auch kämpfen wird. Gut, also folgendes. Ich lasse den Einspruch von Herrn Connor zu, weil zu diesem Thema bereits ausreichend Informationen auch von Herrn Moser als Zeuge gesagt wurde. Bitte beziehen Sie sich bei der Zeugenbefragung auf Situationen, die jetzt hier auch gut, Teil vielen Dank. Habe ich verstanden. Ich habe auch noch ein paar Fragen, euer Ehren. Das müssen Sie gerne mit Ihrem Verteidiger klären. Ja, bitte kommen Sie nach vorne. Werde ich jetzt in die Schere genommen hier? Noch nicht. Herr Steinke. Ja. Grüße Sie. Grüße Sie. Herr Steinke, Sie können sich an den Vorfall erinnern, der sich ereignete mit dem Putschversuch von Saudi-Arabien. Ist es soweit richtig? Dazu kann ich keine Auskünfte detailliert geben, da es sich hierbei um Top-Secret-Angelegenheiten des Staates Los Santos handelt und wir Weezer News hier haben, die das Ganze öffentlich übertragen. Können Sie sich an den Vorfall erinnern? Ja oder nein? Ich kann mich an einen Vorfall erinnern, ja. Können Sie sich an die Gespräche vorab erinnern, warum Saudi-Arabien von dieser Insel vertrieben werden sollte, Herr Steinke? Nein, kann ich nicht. Sollen wir eine Videoaufnahme leaken, von der Sie gesprochen haben? Eine Tonaufnahme, was der Grund ist, warum es von äußerster Notwendigkeit ist, Saudi-Arabien in ihre eigenen Fänge zu bekommen. Wollen wir darüber reden, Herr Steinke? Warum Saudi-Arabien diesen Krieg gegen Amerika gestartet bedrängt. Hat? Ich möchte Sie bitten, ja, auch wenn ich nur Richter bin, Herr Moser, tun Sie mir den Gefallen, ja, und stellen Sie sich bitte einmal da vorne in die Mitte und stellen Ihre Fragen, ja, damit kein Druck auf den Zeugen ausgeübt wird. Und zeitgleich möchte ich Sie auch bitten, dass wir uns hier zur angeklagten Sache äußern und das nicht in eine Geschichtsstunde verwandeln, ja, danke. Euer Ehren! Hierbei handelt es sich nicht um eine Geschichtsstunde. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Rechtfertigung der Tat. Amerika ist nicht das, was Sie glauben, was es ist, liebe Jury-Mitglieder. Alles, was passiert ist, hat einen Grund. Es geht um Geld. Es geht um Finanzen. Es geht darum, sich selber zu bereichern. Es geht nicht ums Öl, Herr Moser. Sagen Sie sowas nicht. Wir haben noch weitere Fragen, Frau Vorsitzende. Das mag alles sehr gerne sein. Ein Moment, der Herr Moser setzt sich erstmal hin und wird hiermit mit einer Sanktion von 10.000 US-Dollar belangt. Peanuts für uns Österreicher. Ja, Herr Steinke. Jungs, es ist wichtig, die Jury auf seine eigene Seite zu ziehen. Glaub mir. Hier wurde das war ein guter Move. Der Staatsanwaltschaft von Rommel erwähnt. Die Jury entscheidet. Rommel ist sich gehandelt? 292. Lord Rommel von Al-Kassab, der Vierte. So. Welche Taten, Herr Rommel, mit gewissen Bomben bereits durchgeführt hätte oder hat, mit Anschlägen am DOJ-Gebäude, mit Drohungen und stimmt, ich hätte mehr. Vielleicht nicht anschlägen sollen. Einkommen, Einspruch hat nichts mit dem Abkommen zu tun. Einspruch, der Herr Connor wird immer besoffener und besoffener. Ich weiß nicht, woher er dieses, die alkoholischen Getränke hat. Herr Moser, zögern Sie sich. Herr Moser, hier wird nicht beleidigt. Es tut mir leid, euer Ehren. Hat Relevanz. Sie haben recht. Einen Moment, ich muss einmal ganz kurz auf die Beleidigung von Herrn Moser eingehen, ja? Die Gerichtsverhandlung ist bis hierher relativ gut abgelaufen. Tun Sie uns beiden den Gefallen, ja, und sehen Sie jetzt weiterhin davon ab, irgendwelche Personen hier zu beleidigen. Sie haben recht, euer Ehren. Sehr gut. Es tut mir leid. Sehr schön. Herr Connor, Ihr Einspruch bezog sich auf? Hat nichts mit den Abkommen zu tun. Okay, und Ihre Frage, Herr Verteidiger, war welche? Die Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Herr Connor hat den Herrn Rommel erwähnt, der Sprengstoff bei sich geführt hat, die von mir abgenommen worden ist. Daher möchte ich gerne den Herrn Zeugen Steinke fragen, was Herr Rommel mit dem Sprengstoff davor getan hat, bevor ihn die mutmaßlich abgenommen worden ist. Und wieso fordern Sie den Zeugen die Handy zu weglegen, Herr Moser? Spekulationen auf? Das ist keine Spekulation, der Zeuge war dabei gewesen. Der kann es sagen, eine Tatsache mit seiner Aussage. Okay, und warum reden wir immer noch um die Vergangenheit außerhalb des Abkommens? Wir reden nicht über die Vergangenheit, weil unter anderem hier im Raum steht der illegale Waffenbesitz in Form des Sprengstoffes. Und uns vorgeworfen wird, dass wir diesen Sprengstoff von Herrn Rommel abgenommen halten. Und das möchte ich hier gerne widerlegen. Darf ich eine Frage stellen zum Verständnis als Zeuge? Hat der Verteidiger nicht gerade einen Einspruch erhoben, dass die Staatsanwaltschaft nicht zulassen darf, was vor dem Abkommen passiert ist und das wurde von Ihnen stattgegeben? Das hat keine Relevanz absolut für den Tatvorgang hier. Ist nicht hier genau derselbe Fall, nur das umgekehrt? Ist der gleiche Fall, nur umgekehrt. Absolut richtig. Vielen Dank. Dann habe ich das ja richtig verstanden. Euer Ehren, wir sind ja hier,
um herauszufinden, woher der Sprengstoff stattfindet. Die Staatsanwaltschaft wird Österreich vor, dass wir diesen Sprengstoff von diesem Rommel abgenommen haben. Wieso tun Sie jetzt, dass Sie verweigern, also dass Herr Steinke es aussagt? Einspruch, Herr Ehren, wir gehen auf Anschuldigungen ein. Dieser Rommel ist ein Terrorist, der hat das ganze Gebäude in Luft gejagt, die OJ-Beamte in Luft gejagt und wir sind als Zeuge aufgerufen. Das ist unterste Schublade. Ich kann absolut nachvollziehen, dass Ihnen wichtig ist, diese Informationen zu teilen. Ich habe allerdings, genau wie Herr Steinke das gerade richtig zusammengefasst hat, vorhin dem Einspruch stattgegeben, dass diese Hergänge vor dem Abkommen keine Relevanz haben. Sie möchten gerne erklären, wo der Sprengstoff herkommt. Herr Connor hatte Ihnen aber lediglich den Besitz und die Nutzung quasi vorgeworfen und nicht die Beschaffung. Und von daher ist diese Irre. Hat er bereits, Frau Vorsitzende, er sagt aus, dass er hat die Frage gestellt, ob ich dem Herrn Rommel die Sprengstoff-Dinge abgenommen habe. Das war die Frage von der Oberstaatsanwalt. Absolut korrekt. Deswegen und hat er zu dem Zeitpunkt auch in Ordnung, bis zu dem Moment, wo das Ganze eben gut, gesagt, typisch Amerika, halten mal wieder zusammen. Nee, dann ist die Befragung ja abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben das Ding in der Tasche, Herr Unterholz. Keine Sorge. Frau Vorsitzende. Ja. Die Langstein hat gesagt, Amerika in die Luft sprengen. Ist okay so? Einspruch, Spekulation. Ich habe das gerade gesagt. Ich habe die Russen haben das nicht hören wollen. Neben der weniger Wodka trinken gesagt. Wahrscheinlich. Einspruch, wir brauchen einen Dolmetscher, der dem Herrn erklärt, was er gesagt hat, der Langstein. Nein, also da haben Sie völlig recht. Oh, stimmt, die entscheiden. Oh, scheiße. Ich liebe Russen. Ich liebe Wodka. Ihre Aufgabe mit den Informationen, die Sie hier in der Verhandlung erhalten, entsprechend. Scheiße, wir haben verkackt, glaube ich. Nein, nein. Wissen wir ja Bescheid, nicht? Nein, 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 nein. Bitte. Psst, Roschke, hörst du mich? Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hey, rede mit dem Langstein. Rede mit dem. Herr Steinke, junger Mann von Russland. Von einem Vorfall von Wladimir, Viktor. Flugzeugträger. Scheiße, wir sind gefickt. Ach du Scheiße. Ist das in Ordnung für die Verteidigung, dass wir mal 3 Minuten unterbrechen? Ah, ist nicht in Ordnung. Da könnte wichtige Informationen ausgetauscht werden. Vor allem mit dem Sohn und Vater. Das ist nicht so. Es geht die Richterin kann gerne bei sein. Und Sie haben uns gefragt, ob es für uns in Ordnung ist und wir sagen nein. Absolut. Sie können sich gerne mit dazustellen, wenn Sie möchten. Gut, dann, ich stelle mich dazu und der Kaiser auch. Was macht sein Tänzer hier? Ja, das frage ich mich auch. Sein Tänzer, würden Sie bitte den Raum verlassen? Ja, klar, hallo. Herr Sentinzer, bitte verlassen Sie den Raum. Was? Den Raum verlassen. Nein. Doch, hier geht's bitte verlassen Sie den Raum, Herr Sentinzer, bitte. Herr Sentinzer, verlassen Sie bitte den Raum. Sie wurden darauf aufgefordert. Ja, wieder schon, Herr Sentinzer. Herr Sentinzer mit hier drin. Außerdem sind Sie suspendiert, Herr Sentinzer, bitte raus. Das ist in meinem Zustand. Herr Sentinzer, das ist nicht in Ihrem Zustand. Und ich möchte gerne, dass Herr Moser den Raum verlässt. Bitte raus, Herr Sentinzer, gehen Sie bitte raus, Herr Sentinzer. Gehen Sie nichts an. Herr Sentinzer, verlassen Sie bitte den Raum. Herr Moser, ich wollte eigentlich einen Verteidiger hier haben. Ich bin ebenso ein Verteidiger. Sie haben nichts. Ich möchte das mitbekommen, weil ich Angst habe, Sie dass die Korruption stattfindet. Okay. Es wird keine Korruption stattfinden. Okay, ich erkläre es mal so für uns relevant. Du erinnerst dich an den Transport, den wir vorher gerade hochgenommen haben. Ja. Die haben 2 hochrangige Officer von mir, die fordern die Rausgabe dieser Teile für das Leben meiner Officer. Und für Russland, wir schicken Atom. Ja, da bin ich auch gerade bei M. Ich möchte gerne, dass dieser Herr Langstein rausbegleitet wird, da er die ganze Zeit versucht, die Jury zu beeinflussen. Negativ! Wie bitte? Fragen wir die Jury. Findest du da jemand bei? Legen Sie Beweise vor. Einspruch. Legen Sie Beweise vor. Lüge. Legen Sie Beweise. Spekulation. Spekulation. Einspruch. Sie haben Einspruch eingelegt und ich weise den an der Stelle. Nehme ich sie irgendwann auseinander. Ich werde die Kerl einmal richtig durchgepudert, die kleine Drecksau. Ich sag's mal ehrlich, Herr Langstein, wissen Sie, was ich mit dir anstellen werde, wenn jetzt fertig ist hier? Ich liebe es, mit Frauen Sex zu haben, die was zu sagen haben. Ich sag's Ihnen ehrlich, da kann ich meine Dominanz ausleben. Bist du deppert, die werde ich so hart durchdrucken, Herr Langstein. Sehr schön, das glauben Sie alles raus, lassen Sie alles raus. Ich werde die richtig auseinandernehmen. Die wird nur noch x-beinig durch die Weltgeschichte laufen, wenn ich einmal fertig bin. Ich habe die Beweise gesehen. Sehr gut. Wie möchten Sie damit umgehen, Herr Staatsanwalt? Seit wann werden Minderjährige als Staatsanwälte zugelassen? Das ist Schweizer, der hört sich immer ein bisschen minderjährig an. Er war ja nicht alleine. Ich ziehe den Zeugen zurück. Sehr gut, vielen lieben Dank. Deswegen denn? Yes! Ab nach Hause mit Ihnen, los. Ab nach Hause. Sie haben gerade nicht ein. Das nicht tot, auf Wiedersehen! Marshall, führen Sie den Herrn hier weg, wenn er nicht nein, möchte. Nein. Einmal braucht hier niemand weg werden. Sie dürfen sich bitte hinten bei den Holzbänken hinsetzen. Das ist gewonnen, das Ding. Das Ding ist durch. Darf ich eine Sache sagen? Eine Drogenleiche. Sie können gerne im Nachgang mit mir. Es ist sehr wichtig jetzt, weil einer der Zeugen hier drinnen. Die Marshall für den Herrn bitte abführen. Abführen bitte. Den Herrn bitte abführen. Nicht zugelassen, euer Herr. Das ist nicht zugelassen. Bring Sie den Herrn raus, los. Raus mit dem Herrn. Der Herr hat hier nichts mehr zu sagen. Das ist ein Terrorist. Abführen. Abführen den Herrn, los. Hervorragend. Gut, dann fahren wir fort. Super.
Sie sind kein Juror. Natürlich bin ich ein Juror, Mensch. Juror ist was anderes, was sie hier tun. Sie sind ein Geschworener. Einfach übertönen, okay, Digga, da könnt ihr nicht sagen. Teil der Herrn Conne wurde er dann gezwungenermaßen den Ausweis vorzuzeigen und hat es auch dann getan. Das war ein Herr Idachi O'Connor. Der Idachi O'Connor hat sich dann zum Ende der... Einspruch, euer Ehren, ich werde gerade bedrängt von Herrn Stenke. Inwiefern bedränge ich Sie? Werden Sie denn bedrängt? Er hat gerade den Kugelschreiber geklaut, hat gerade auf unser Blatt was draufgeschrieben. Er hat gerade eben hat auf mich versucht, was einzureden. Und mich bedroht. Okay. Sie bedroht? Mit dem Kugelschreiber, richtig. Mit dem Kugelschreiber. Mit dem Kugelschreiber. Also wenn Sie möchten, kann ich einen der Marshals bitten, dass er sich direkt hinter Sie stellt. Vielen ihm Dank. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich möchte bitte, dass der Marshal auch einen Sicherheitsabstand zu mir hat, weil ich mich sonst unsicher fühle. Den hat er. Genau, dankeschön. Herr Leser, Sie dürfen fortfahren. Zum Ende der Befragung von dem Herrn Idachi O'Connor hat es zu bekennen gegeben, dass er dem österreichischen Bundesheer angehört. Somit haben Sie Tätigkeiten ausgeübt, die nicht in Ihrem Einsatzbereich bzw. in Los Angeles stattgefunden haben. Okay. Wie hat sich diese Person ausgewiesen? War das ein Personalausweis oder ein Dienstausweis? Ein Personalausweis und ein Führerschein. Kein Dienstausweis. Okay, gut. Was hatte er genau in der Tasche? Er hatte in den Taschen eine Langwaffe, also eine Pumpgun, des Weiteren ein Taser, ein Schlagstock, Dienstequipment des österreichischen Bundesheers. Dürfte ich mal eben kurz Ihren Stuhl zur Seite schieben, Herr Moser? Es kann jeder weiter vor. Entschuldigung, bitte, der Herr Steinke macht mich hier mit homosexuellen Annäherungen an, bitte. Ich habe lediglich gefragt, ob wir das Beweismittel-Erhebungsverfahren abschließen wollen, weil die Jurymitglieder wieder zurück müssen und wir dementsprechend dann heute das gesamte Verfahren schließen können. Gut. Haben Sie noch weitere Zeugen? Ja, einen Moment bitte. Herr Kaiser, wen haben wir noch als Zeugen? Irgendwer, der uns noch entlastet. Einer, der uns noch entlasten kann. Einer, der uns noch entlasten kann. Uwe. Der kleine Uwe, oder nicht? Der kleine Uwe ist nicht hier. Scheiße. Haben schon alle befragt, die da rechts sitzen? Wir holen Johannes, damit er weint. Wo ist er? Hinter uns. Wir rufen den Herrn Johannes Moser in den Zeugenstand. Gut. Herr Moser, bitte. Weinen. Johannes Moser. Ja? Ihnen wird vorgeworfen, ein Attentat im DOJ durch Sprengstoff zu führen. Wie fühlen Sie sich in so einem Moment, wenn man Sie als Attentäter bezichtigt? Da möchte ich gar nicht drüber reden. Ich bin seit dem Tag in psychischer Behandlung. Ich habe nur noch, ich schlafe kaum. Das ist für mich, ich möchte bitte darüber nicht reden, ja. Ich habe dadurch sehr viele traumatische Belastungsstörungen erhalten. Mir wird was vorgeworfen, was ich nicht getan habe. Und ich möchte darauf keine Antwort geben. Herr Moser, Sie wurden befragt, hat Herr Steinke vom PDGT gesagt, Sie wurden befragt nach dem Attentat von der Polizei. Ist das korrekt? Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Wieso können Sie sich denn an nichts mehr erinnern, Herr Moser? Es ist wie ein Loch in meinem Kopf, eine Gedächtnislücke, ich weiß gar nichts mehr. Also Sie wurden befragt anscheinend, aber Sie das wusste mehr erinnern. Ich gar nicht. Also Sie haben jetzt dreimal gehört, dass er sich nicht erinnern kann, das ist doch in Ordnung. Ja, die Richterin hat Mitleid mit ihm. Ich habe auch mit keiner Aussage getätigt, dass er jemals befragt wurde. Zurückhalten, Zeuge, junger Mann, Stein, Sie werden hier gar nicht befragt. Sie sitzen hier gar nicht auf dem Stuhl. Herr Moser. Ja. Haben Sie denn mal, wo Sie kleiner waren, ungefähr wo Sie 14 Jahre alt waren, mit Gedanken gespielt, sich immer in die Luft zu jagen? Nein. Diese Gedanken, wie soll ich... Ich möchte mich doch nicht selber in die Luft sprengen. Das ist doch... Ich bin doch nicht lebensmüde. Und jetzt wird mir so etwas vorgeworfen. Das ist... Also Herr Zeuge, wir unterbrechen gerne für Sie, dann können Sie einmal tief... Ich bin würde selbst hier sagen, immer noch... Genug. Johannes, nach dem mutmaßlichen Attentat, den man dir vorwirft, haben Sie soweit vieles verloren. Was haben Sie denn alles verloren? Alles. Mir glaubt keiner mehr. Ich darf in keine Behörde mehr. Ich habe eigentlich gar keinen Grund mehr zu leben nach diesen Anschlägen. Keine weiteren Fragen mehr, Frau Vorsitzende. Herr Staatsanwalt. Jetzt müssen die richtig hart sein zu ihm. Die müssen richtig hart sein zu ihm. Ja, die müssen jetzt auch richtig hart sein zu ihm bei der Vernehmung, damit die Jurymitglieder sind. Ja. Haben Sie irgendwelche Erinnerungen, was an diesem Tag überhaupt passierte? Kein Kommentar. Waren da Sie jemals... Sie... Ein Moment, dazu kein Kommentar, möchte ich ganz kurz sagen. Sie haben selbstverständlich das Recht, die Aussage zu verweigern für den Fall, dass Sie sich selbst belasten würden. Wenn Sie Dinge sagen, dann müssen die immer zu 100% der Wahrheit entsprechen. Wenn Sie sagen, kein Kommentar, dann ist das Ihr gutes Recht. Wie gesagt, Sie müssen sich nicht selbst belasten. Okay, verstanden. Waren Sie in dem Zeitraum, als das Abkommen zwischen Los Santos und dem Kaiserreich Österreich war, waren Sie damals für das Bundesheer von Österreich tätig? Kein Kommentar.
Sind Sie Österreicher? Sehr gut. Sehr gut. Es geht darum, dass Sie die Aussage immer dann verweigern können, wenn Sie sich selbst belasten. Ja, Sie müssen Angaben zu Ihrer Person machen. Ich fühle mich unter Druck. Ich kann das nicht mehr. Ich bin seitdem wirklich in psychischer Behandlung. Ich hatte mehrere Therapiestunden. Mein Psychologe sagt, ich soll das erstmal für mich behalten und mit dir zusammen abarbeiten. Nacharbeiten, was da passiert ist. Ich möchte zu diesen Anfragen keine Antwort geben. Ey, ich bin und so gespannt, wie das jetzt ausgeht. Die psychische Erkrankung, die Sie hier äußern, ja, ist eine Sache, die erstunken und erlogen ist. Richtig. Eisbereue Ehren. Er denkt sich aus, psychisch krank zu sein, aber bei Ihnen konnte er jede Frage beantworten. Er konnte jede Frage alle beantworten, aber bei Ihnen kann er keine Frage beantworten. Er denkt sich seine Krankheit aus. Er ist psychisch krank. Sie können alle aufhören zu schreien dahin. Das ist doch hier so eine Scheiße. Wir machen Folgendes mit dem Zeugen. Der Zeuge wird in seiner Glaubhaftigkeit in Frage gestellt. Einfach deswegen, weil er das Gericht hier zu beeinflussen versucht. Einspruch, Herr Ehren. Welche Beweise haben Sie, dass er zum Hinweis beantwortet? Ich höre aktuell keinen Einspruch. Ein Mann redet noch kurz zu Ende. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich wieder hinzusetzen. Wir haben zur Kenntnis genommen, an welchen Stellen Sie die Aussage verweigern. Frau Vorsitzende, hat er gesagt, er ist psychisch krank? Nur damit wir verstehen. Ja, hat er. Falsch, Einspruch, euer Ehren. Er sagt, er ist in psychische Behandlung. Okay, perfekt. Dann ich zeige ihm später meine psychische Behandlung. Wir rufen Herrn Rommel zum Zeugen auf. Einspruch, euer Ehren. Warum? Dieser Herr ist ein Terrorist und somit nicht glaubhaft für eine Zeugenaussage im Gerichtssaal. Einspruch irrelevant. Warum sollte der Einspruch irrelevant sein? Und lassen Sie mich das einmal bitte klären. So, wie kommen Sie auf die Idee? Der Herr hat bei einer Verhandlungsführung, die ich geführt habe, mehrere Beamte im DOJ hochgejagt und versucht, uns das in die Schuhe zu schieben. So eine Aussage hat keine Relevanz vor Gericht. Das ist das, was später zu beurteilen ist, ob seine Aussage Relevanz hat. Dann bitte einmal den Zeugen vor mich treten. So, für den Fall, dass er nicht da ist, dann müssen Sie bitte Ihren nächsten Zeugen aufrufen. Scheiße gelaufen. Frau Vorsitzende, wir haben keinen weiteren Zeugen. Sind Sie sich da sicher? Zumindest in der Nähe, wo ich korrigiere meine Aussage. Ja, nein. Wir rufen unseren nächsten Zeugen, Herrn Alfonso Rossi, auf. Scheiße. Herr Rossi, bitte treten Sie vor mich. Herr Rossi, erzählen Sie uns doch einmal, was am 10.11. Herr passiert Rossi, ist. Leg mich doch an also am 10.11. Ich habe mich mit dem Herrn Khalil getroffen, mit mir halt zum Casino gehen, weil er mein alter Arbeitgeber war. Danach ist eine Person erschienen und hat uns bedroht mit der Pistole, hat uns gefesselt. Ist dieser Rossi nicht die Katze? Nachdem er gefesselt hat, hat er die Waffe Richtung Miras Khalil gehoben. Danach hat die Person mich mitgenommen und dann ist ein BMW aufgetaucht und da habe ich durch das Auto herausgehört, dass der Herr Peppi drin saß. Dann haben sie mich mitgenommen zum Staudamm, haben mich bedroht, haben mich geschlagen. Ah, das ist der vom Staudamm. Und der kann sich doch gar nicht erinnern. Dass der Herr Rashford 50.000 Dollar im Casino verloren hat und uns beschuldigt hat, dass wir die ganzen Maschinen ist er nicht ausgeblutet? Haben, obwohl ich seit langem nicht mehr beim Casino arbeite. Danach wollte der Herr Rashford mir einen Kopfschuss geben. Da hat sich der Moser, ich weiß nicht, vielleicht hat das noch überlebt oder so, dazu geäußert, hat gesagt, wir klären das anders, haben mich von der Brücke runtergeworfen, also vom Staudamm runtergeworfen. Und bevor sie mich runtergeworfen haben, haben sie gesehen, dass... Nee, die Sanitäter haben wir danach verfolgt. Und die haben mich danach, wo ich unten beim Staudamm lag, ausbluten war, haben sie mich wiederbelebt und haben mich direkt zum PD gebracht, weil sie alles mitbekommen haben. Diese scheiß Medics. Danach habe ich mich bei der PD geäußert, was alles passiert ist. Was ist alles passiert? Okay. Können Sie diesen Herr Moser, Peppi Moser, den Sie genannt haben, und diesen Rashford identifizieren? Ja, kann ich. Könnten Sie bitte zeigen, ob die auch hier im Saal sind? Kann ich, ja. Dann zeigen Sie mir doch bitte diesen Herr Peppi Moser. Der Herr da hinten mit dem weißen Kaiseranzug. Wer ist der Herr Rashford? Der Herr, was da vorne sitzt, an der ersten Reihe, alleine, links. Okay. Wurden Sie, als das MD ankam und Sie verarztet hatte und Sie zum PD fuhren, wurden Sie da verfolgt? Wurden Sie bedroht unterwegs? Nein wurde ich nicht. Ich habe Trauma, ich träume nachts, also ich habe die letzte Nacht darüber geträumt. Was? Ich habe Albträume gehabt und ja, zitter am ganzen Körper vor lauter Schock.
Fühlen Sie sich sicher nach so einem... Nein. Eure Ehren, keine weiteren Fragen. Was redet der Typ? Gut. Wir müssen Fragen stellen, Herr Langstein. Der Typ... Die Verteidigung darf jetzt die Befragung übernehmen. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie jetzt fragen werden, Herr Langstein, bitte? Gell? Ja. Herr Langstein, der Herr kann das gar nicht überlebt haben. Punkt Nummer 1. Ja, richtig. Ich werde gleich darauf anspielen. Und Punkt Nummer 2, Herr Rashford sieht ganz anders aus. Wie erkennt er den wieder? Das wird jetzt lustig. Komm, das wird schon. Guten Abend nochmal an den jungen Mann hier. Sie sind im Staudamm, sind so weit runtergestürzt. Ist das korrekt? Genau. Wie lief die Behandlung ab? Also, ich war am Ausbluten. Danach wurde ich stabilisiert. Also, da, wie ich mitbekommen habe, wo ich stabilisiert wurde, habe ich vor mir einen Helikopter gesehen. Und da war... Bei MD-Personen, die haben mich dann mitgenommen haben gesagt, die alles gesehen haben und haben mich dann direkt zum PD übergeflogen und dort hat Aussage gemacht. Gut. Oder? Sie wurden ja nur vor Ort kurz behandelt, ist das korrekt? Und dann stiegen Sie in Hubschrauber an. Können Sie uns mal erklären, wie hoch ist denn der Staudamm gewesen, wo Sie runtergestürzt sind? 10, 15. Also sind 15 Meter eines Staudamms runtergestürzt auf den Boden, haben eine kurze Behandlung genossen und durften dann direkt zur Polizei weiter. Ist das korrekt? Wie hat der das überlebt, Alter? Ja, sie haben mich stabilisiert und haben mich hinübergebracht. Gut, also Sie haben aktuell keine weiteren Verletzungen? Ich habe Rückenschmerzen. Haben Sie sich irgendwas gebrochen? Wurde nicht diagnostiziert. Also nur, haben Sie das unversehen überstanden? Verstehe. Ich habe möchte nur mal kurz festhalten, der mutmaßliche Herr des Opfers geschehen ist einen, ungefähr Los Santos Staudamm, 32 Meter hohen Staudamm runtergestürzt. Und hat keine weitere Folgen des Sturzes erlitten, bis auf eine Prellung. Da zweifle ich gerne an seiner Glaubwürdigkeit, an dieser Aussage. Sie können die zwei MD-Leute herbringen. Können Sie stellen nur die Antwort auf meine Fragen. Beim PD, wo Sie am PD waren, was haben Sie den PD-Officern gesagt? Genau das, was ich vor genau 3 Minuten erzählt habe. Ohne Änderung? Ohne Änderung. Bei wem haben Sie die Anzeige aufgegeben? Ich kann mich an den Namen leider nicht mehr erinnern. Können Sie mir erklären, wie es zustande gekommen ist, dass... Beziehungsweise, ich möchte mal kurz korrigieren. Ich wusste, das wird uns noch zum Nachteil kommen. Diese scheiß Drecksmediziner. Genau. Keine Ahnung, wie die da auf einmal aus dem Nichts auf diesen Staudamm gekommen sind. Aus dem Nichts am Staudamm, am Ende der Welt am Nachbarn. Medizinerauto. Genau. Ohne Sinn. Sah Herr Rashford genauso aus wie davor? Der Herr Rashford kann sich umziehen, wie er will. Nein, das kann der Zeuge nicht identifizieren. Ich möchte wissen, ob der Zeuge den Herrn Rashford identifizieren kann an seiner Hand, seines Gesichtes ist. An was haben Sie denn hier sitzenden Rashford identifiziert? Also, ja, muss nicht unbedingt Meta gewesen sein. Es kann halt ein dummer Zufall gewesen sein auch. Das passiert oft im RP. Ich will mich dazu nicht äußern. Ich fühle mich hier bedrückt. Ich bin noch unter Schock von gestern. Und Herr Verteidiger, dann stellen Sie sich bitte zu den Fragen in die Mitte. Dann wirkt das vielleicht nicht ganz so. Also auf die Frage von der Staatsanwaltschaft. Ob sich Rashford hier sich in diesem Raum befindet, konnte er innerhalb von wenigen Sekunden auf den Herrn deuten. Da möchte ich jetzt gerne erschließen, auf welche Merkmale Sie gestoßen sind. Also welche Merkmale hat der Rashford aktuell bei sich oder im Gesicht, dass Sie ihn sofort identifizieren konnten? Aber Einspruch, eure Ehren, es ist irrelevant. Das ist wichtig. Er hat einen Zeugen identifiziert. Ich möchte nur sicher gehen, ob es wirklich auch dieser Zeuge gewesen ist. Dann wieso möchten Sie sich denn nicht dazu äußern, weil Sie keine Ahnung haben, was Sie identifiziert haben? Es ist ein kompletter Schwachsinn, was hier stattfindet. Weil der Herr einen Tag davor nicht so aussah, wie er jetzt aussieht. Aber sein Name wurde öfters in dem Gerichtssaal erwähnt. Also haben anhand seines Namens ihn identifiziert, ist das korrekt? Ja. Gut, vielen Dank. Und auch an gewisse andere Sachen, aber ich will mich dazu nicht äußern. Sie wissen, was Beweismaterialien, was das für ein Beweis ist vor Gericht, euer Ehren. Sie wissen, dass der Herr Zeuge sich gerade widersprochen hat. Und wie glaubhaft das denn ist. Also, Herr Zeuge, Sie dürfen erstmal zurück. Sie sind gerne aus dem Zeugenstand entlassen, bitte. Ich denke, wir haben alle genug gehört. Von daher schließe ich an dieser Stelle die Zeugenbefragung und auch die Beweisaufnahme. Wir haben sehr viele Zeugen gehört, wir haben Beweismittel gesichtet und als allererstes darf die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer halten und danach dann die Verteidiger und dann, Herr Moser, haben Sie selbstverständlich das letzte Wort. Da ich mir gut vorstellen kann, dass Sie das für eine Sekunde verarbeiten mussten, gebe ich Ihnen gerne 2 Minuten Zeit. Euer Ehren, der Herr Steinke geht immer wieder zu der Jury, bitte! Unterbinden Sie das endlich. Das kann nicht sein, dass der Herr dauernd rausgeht mit der Jury, reinläuft, sei rumspaziert, Herr da reden Moser. Kann mit denen. Bitte, das Frau Richterin! Kann ich absolut nachvollziehen. Gleichzeitig hat er sich gerade um das leibliche Wohl der Jury gesorgt. Ja, Das können die Marshals auch machen und nicht der Herr Steinke, der in dem Fall auch befangen ist, ja? Das ist korrekt, Herr Moser. Ich bin doch gar nicht in diesem Verfahren beteiligt, weder als Staatsanwalt noch als Zeuge, Richter. Sie sind als Zeuge geladen worden, Herr Steinke. Und Sie sind als Vertretung für die amerikanische Regierung zuständig. Nein. Ich bin hier nur Zuschauer. Dann bleiben Sie auch auf dem Stuhl sitzen, wie es alle anderen Zuschauer auch tun, ja, Herr Steinke? Ich sitze gerne auf dem Stuhl. Relevant. Genauso wie die Geiselnahmen mit dem versuchten Mord am 10.11. mit Herrn Rossi,
der den Staudamm runtergeschubst wurde. Der konnte, ist komplett besoffen, dieser Typ. Aus dem MD. So wie auch die Bombenanschläge in Los Santos, wo zahlreiche Verletzte auf beide Seiten stattgefunden hat. Connor ist gerade dieser eine Typ, so wo man sich denkt, wenn man im Club, genauso wie Ding, der geschrieben hat, Kappi. Der eine Typ, der dich im Club anquatscht, Digga, komplett hackedicht ist und wo du dir einfach den verpiss dich doch endlich an. Da babbel mich mal nicht, fuck mich mal nicht ab, geh mal weg, Alter. Babbel mal mit einem anderen voll mit deinen, hiermit mit deinen 5 Promille. Abkommen zwischen. Dann jetzt die Verteidigung. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrte Mitglieder der Jury. Die Staatsanwaltschaft konnte keine überzeugenden Beweise oder aussagekräftige Zeugenaussagen vorlegen, die auch nur im Entferntesten darauf hinweisen, dass Österreich Sprengstoff eingesetzt haben soll. Es gibt keinerlei belastbare Beweise oder Zeugenaussagen, die diese schwerwiegende Anschuldigung unterstützen. Der Kern dieses Falles beruht auf vage Anschuldigungen, die ins Leere führen und basiert auf Annahmen, nicht auf Fakten. Weder Beweise noch aussagekräftige Zeugenaussagen stürzen die Behauptung, dass Österreich in irgendeiner Weise Sprengstoff eingesetzt haben könnte. Allein, dass ein Opfer, in diesem Fall Rossi, einen Täter nur durch Aufschnappen seines Namens identifizieren konnte, sollte alles zeigen. Die Staatsanwaltschaft hat versäumt, irgendwelche solide Verbindungen zwischen den behaupteten Handlungen und dem österreichischen Kaiserreich herzustellen. Dieser Mangel an Beweisen unterstreicht die fragwürdige Natur der Anklage und sollte ihre Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Kaiser Pepe Moser verdient ein faires und gerechtes Verfahren und die Zweifel, die hier aufgetreten sind, müssen berücksichtigt werden. Ich appelliere an Ihre Vernunft und bitte Sie, Ihre Entscheidung auf der Grundlage von klaren, belastbaren Beweisen zu treffen. Lassen Sie nicht zu, dass Zweifel und Unsicherheit über das Schicksal eines Menschen entscheidet. Kaiser Pepe Moser verdient ein gerechtes Urteil, basierend auf Fakten und nicht auf Vermutungen. Vielen Dank. Und so, Herr Moser, the stage is yours. Einfach Gänsehaut. Euer Ehren, ich stehe heute vor Ihnen unschuldig an den mir vorgeworfenen Taten. Es ist eine schreckliche Erfahrung, zu Unrecht beschuldigt zu werden, und ich habe während dieses Prozesses eine immense Belastung getragen, so wie mein minderjähriger Sohn. Ich appelliere an Ihre Integrität und Ihr Verständnis für die Wahrheit, während Sie Ihre Entscheidung treffen. Die Unschuldsvermutung ist ein Eckpfeiler unserer Rechtsordnung. Sie besagt, dass ich als unschuldig gelte, bis meine Schuld zweifelsfrei bewiesen ist. Ich bitte Sie heute, diese Grundlage unserer Justiz zu respektieren und die Beweise und Zeugenaussagen sorgfältigst zu überprüfen. Die Beweise und Zeugen, die im Laufe dieses Prozesses präsentiert wurden, haben meine Unschuld unterstützt. Es gibt keinen einzigen Beweis, der mich mit den angeblichen Straftaten in Verbindung bringt. Die Zeugenaussagen, die auf meiner Unschuld beruhen, wurden nicht widerlegt. Ich möchte betonen, dass ich nicht nur mein Wort gebe, sondern auch auf die Rechtsstaatlichkeit und das Justizsystem vertraue. Ich bin unschuldig und ich habe das Vertrauen in die Fähigkeiten dieses Gerichts, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Auswirkungen dieser falschen Anschuldigungen auf mein Leben und meine Zukunft sind verheerend. Ich bitte Sie dringend, die Unschuldsvermutung zu respektieren, um mich von den falschen Vorwürfen freizusprechen. Herr Moser, tut mir leid. Das ist nicht nötig, dass Sie so sprechen. Es liegt in Ihrer Macht, das Recht und die Gerechtigkeit zu wahren und meine Unschuld zu bestätigen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Verteidigung anzuhören, und ich hoffe, dass Sie die Wahrheit erkennen und die richtige Entscheidung treffen werden. Meine Unschuld steht auf dem Spiel und ich vertraue darauf, dass Sie die richtige Wahl treffen werden. Vielen lieben Dank, euer Ehren, und ich hoffe auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Nationen. Herr Langstein, falls wir das jetzt verlieren sollten, ich bin gespannt. Werden wir, glaube ich, erst einmal die Füße stillhalten und dann zu einem Moment angreifen, womit die am wenigsten rechnen. Sie wissen schon, Sie werden danach verhaftet, Herr Kaiser. Wie? Sie werden hier verhaftet. Wie, ich werde verhaftet? Das ist nämlich das Abkommen, man fordert Ihre Verhaftung. Egal was jetzt kommt, Herr Langstein. Egal wie die Sache ausgeht. Rot-Weiß-Rot. Wir kämpfen bis zum Tod. Wissen Sie, wer mir am meisten leid tut? Wer? Schauen Sie mal Jeffrey an, der steht seit 3 Stunden mit der Kamera auf der Position. Und Jeffrey, der Hund, der steht seit 2 Stunden da mit der Kamera. Ja, macht nichts. Dann frage ich Sie. Im Anklagepunkt alles Salutinium. Versuchter Mord, strafbar gemäß § 20 in Tateinheit mit § 9 und § 6. Wie befinden Sie den Angeklagten? Unschuldig. Einen Moment. Im Fall schwerer Fall von Amtsanmaßung
Strafbar gemäß Paragraf 25 in Tateinheit mit Paragraf 6. Wie befinden Sie den Angeklagten? Schuldig. In dem Anklagepunkt Geiselnahme, das ist strafbar gemäß Paragraf 13 in Tateinheit mit Paragraf 6. Wie befinden Sie den Angeklagten? Unschuldig. Und in Bezug auf den Besitz illegaler Waffen, strafbar gemäß Waffengesetz Paragraf 3, wie befinden Sie den Angeklagten? Auch unschuldig, aber ich will hier noch sagen, nächstes Mal bitte die Staatsanwälte einmal prüfen, ob die haben Alkohol oder Drogen genommen. Das ist unschuldig, die haben den kleinsten Ding genommen. Das ist unschuldig insgesamt, glaube ich. Das ist eine Kleinigkeit nämlich, das ist das Kleinste. Herrn Steinke und auch gerne mit dem Vorsitzenden der Juroren das ist zur Urteilsfindung zurück. Das ist ein Sieg! Von 4 Punkten nur 3 unschuldig. Aber wo haben wir den Amtsermaßen begangen? Haben wir auch gar nicht. Und das war auch gar nicht Teil der Verhandlung. Das war gar nicht thematisiert in der Verhandlung, die Amtsanmaßung. Warte mal, wegen was für eine Amtsanmaßung? Ja, Itachi, aber damit hat doch keiner nicht verurteilt. Nee, das kann nicht. Doch, wird er, weil er. Oh mein Gott, Itachi. Er kann es hätten sagen, weil der Typ hingerichtet worden ist. Wegen Itachi kriegen wir keine Amtsanmaßung. Aber was für Amtsanmaßung? Der Itachi hat keine Amtsanmaßung begangen. Itachi hat sich ausgegeben, als wäre es ein Pediler. Hat doch Laser gesagt. Ich sag's, wie es ist. Nein, hingerichtet können wir nicht sagen. Das können Sie doch nicht bringen. Ja, aber das geht trotzdem nicht. Dann sehen Sie uns als Barbaren. Dann sagen Sie, dass Sie ausgewiesen haben aus Österreich. Der ist kein Teil mehr von uns. Sie hätten irgendwas sagen müssen. Aber ist gesamt unschuldig, oder nicht? Also alle schwerwiegenden Punkte sind unschuldig. Das sind ja keine schwerwiegenden Punkte mehr. Also Amtsermaßung ist halt eine Hochzeit. Im Gesamten ist es als unschuldig zu werten, alles, definitiv, oder nicht? Definitiv. Also den Prozess haben wir gewonnen. Herr Moser, ich habe jetzt die zweifelhafte Ehre quasi, das Urteil zu verkünden. Wir haben uns beraten, das Gericht setzt das Urteil wie folgt an. Und zwar heben wir mit sofortiger Wirkung das Abkommen zwischen Los Santos und dem Kaiserreich Österreich auf. Was? Bezüglich ihrer Strafe wegen der Amtsanmaßung habe ich mich dazu entschieden, dass die vergangenen 3 Stationen genug sind und sie also nicht schuldig. Nicht persönlich körperlich nicht schuldig. Hier abgeführt werden. Nicht schuldig. Eine Frage, euer Ehren. Wieso wurde das Abkommen aufgelöst? Das Abkommen wird hiermit aufgelöst, weil es einen Anklagepunkt gibt, in dem er für schuldig befunden wurde. Oh nein. Und somit das Abkommen an der Stelle aufgelöst werden kann. Gut, dann erklären wir den Krieg. Noch nicht jetzt, nichts Falsches sagen. Genau. Soll ich die Autobahn mitfinden? Nein, stopp. Gibt es erstmal nichts weiter zu sagen. Das ist sofort umgesetzt, sofort vollstreckt. Sie laufen hier als freier Mann heraus. Herr Moser, und vielen herzlichen Dank für Ihre lange, ausdauernde Zeit. Die Sitzung ist hiermit geschlossen und die Marshals können jetzt gerne den Weg wieder freigeben. Mein Name ist Kaiser Franz Moser, der 6. Und heute ist ein sehr, sehr trauriger Tag. Nicht nur für Österreich, sondern auch für die amerikanische Regierung. Es wurde leider ein Urteil gefällt, welches unserer Meinung nach nicht gerechtfertigt ist. Aber die Gerechtigkeit wird am Ende des Tages immer siegen. Sehr verehrte Bürger von Los Santos und Österreich, Ihr Kaiser steht immer noch hinter Ihnen und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne gute Nacht. Auf Wiedersehen.